Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Rot. Wir waren vor Relaxo stehen geblieben. Ja, und was wir als nächstes machen, ist ja wohl klar. Ich schieb erstmal meinen Stuhl an den Schreibtisch ran. Und dann wecken wir mal dieses kleine... Nö, das wecken wir noch gar nicht auf. Will ich noch gar nicht. Wir kämpfen erstmal gegen den hier und die da. Hey, Dennis! Wenn wir gewinnen, heiraten wir! Ja dann, wenn die Heirat von einem Kampf abhängig machen, warum auch nicht? Junges Glück, Sira und Dennis. Haha, mit Nidoran und Nidoran. Wenn das mal kein Zufall ist, ein weibliches und ein männliches im Kampf gegen mein Hypno und mein Taubos. Das sollte wieder mal keine große Herausforderung sein. Ist ja lächerlich hier, was die gegen mich einsetzen. Sag mal, habt ihr irgendwie vergessen zu trainieren oder was ist bei euch irgendwie schiefgelaufen? Sehr schöne Musik. Aber warum nur? Tja, ist wohl doch nichts mit dem Heiraten, wa? Haha, Versager. Kriegen wir von dem dann nicht? Ne, von dem kriegen wir keine super mega krasse Angel. Wie viele Bälle haben wir dabei? Ja, ich möchte gerne das Relaxo haben, deswegen müssen wir jetzt alles geben, um das Ding auch zu fangen. Wir haben ja noch unser Hypno, das kann dann ja noch einschläfern. Auch wenn es sich, glaube ich, selber oftmals einschläfert. Wegen dem, wie heißt das? Warte mal. Ne, okay, wir schwächen das Ding erstmal. Nehmen wir mal ein schwaches Pokémon hier, irgendwie Duflor. Genau, dann können wir das auch noch vergiften, ey, boah. Hier haben wir aber volle Power auf hier, ne? Schlugfehl, Schnarcher, na, Pech. Stachelspore! Paralysiert, genau. Das ist doch schön. Kann man jetzt eigentlich, wenn er paralysiert ist, noch einschläfern? Wie viele Status-Dings kann man eigentlich auf so ein Ding machen? Weil Gift wäre ein bisschen riskant. Nachher hat er noch wenig Leben und dann stirbt er noch, bevor wir ihn fangen können. Das wäre sehr, sehr, sehr scheiße. Und ich glaube, sowas wie paralysiert, das geht auch nicht so einfach wieder weg. Oder? Oh, kopflos! Oh, das tat weh bei seinem fetten Schädel. Ja. Jetzt will ich es nicht nochmal riskieren. Jetzt nehmen wir glatt unser Hypno und machen hier. Schlaf mal bitte. Und dann werfen wir mal Superball. Superball. Nein. Boah. Zum Glück zieht das nicht zu viel ab, ey. Komm, schlaf. Schlaf. Schnarcher. Es kann sich ja theoretisch jetzt heilen. Warum schläft das denn nicht? Komm. Komm. Hypnose. Gibt's doch gar nicht. Ich wollte mich doch verarschen. Ne. Ihr wollt mich doch echt verarschen, ne? Einmal versuche ich's noch. Das gibt's doch nicht. Ha, wie witzig. Ha, ha, ha. Ey, weiß... Mann, die ganze Vorarbeit umsonst gewesen. Psychokinese los! Boah, krass! Wie viel das Ding aushält. Nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein. Es macht mich komplett fertig, das Ding. Ich habe Angst! Aber ich will es unbedingt haben. Wir haben nur zwei Chancen in diesem Spiel, das Ganze zu fangen. Deswegen müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen hier. Ja, schreckt zurück, das ist korrekt. Korrekt. Komm, nochmal. Nochmal, komm. Nochmal. Und schreck bitte zurück. Können wir direkt nochmal... Nein! Boah, dieses Pokémon ist doch so zum Kotzen, ne? Ey, jetzt wo es schläft, da setze ich mal einen Ball ein. Ist mir jetzt scheißegal. Ich versuch's einfach. Komm, komm. Wie kann es sich befreien, wenn es schläft? Ich versteh's nicht. Genau, jetzt kannst du auch noch im Schlaf angreifen. Genau. Wollt ihr mich verarschen?
Ihr wollt mich doch alle verarschen, ne? Ihr wollt mich doch alle natzen hier, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Komm jetzt. Komm. Nein. Nein, ist das lästig, ey. Boah, fick dich, ey. Sorry, Leute, aber das regt mich auf hier. Das regt mich gerade richtig auf. Komm, Turtok. Hydropumpe. Nein, Scherz. Turbodreher. Es kann doch nicht sein, dass mir das Pokémon so den Nerv raubt. Ey. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Leute. Ey, so ein fettes, verkacktes Pokémon, ne? Man kann es nicht einschläfern. Man kann es so gut wie gar nicht töten, weil es sich immer wieder zwischendurch heilt. Was soll das denn? Komm. Komm, nochmal. Noch zweimal. Das und dann nochmal. Och, nein, 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 nein! Boah, ich flipp gleich so richtig aus hier mit dem verkackten Pokémon hier. Oh, komm, jetzt Hyperzaun, voll ins Gesicht, ey. Los! Boah, ich glaube, so habe ich mich noch nie aufgeregt. Das ist ja so ein lässiger, verkackter Kampf hier. Ah, habe ich Hyperzaun überschrieben. Habe ich mal nicht aufgepasst, ich Idiot. Ey, fuck. Das gibt's nicht, ey. Ja, und mach dir wieder Kopfnuss und dann machst du wieder Erholung. Ja, 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 ich weiß. Ich kenne deine scheiß Taktik schon auswendig, ey. Oh, Gena. Boah, weh, du schläfst jetzt ein, Radikal. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt den Ball werfen. Jetzt den Ball werfen. Ist egal, ob schläft. Ball werfen, Ball werfen, Ball werfen. Das ist unsere Chance, Leute. Oh, komm, bitte, 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 nochmal, nochmal. Wir versuchen es nochmal. Bitte, bitte, bitte. Ein Nestball. Erfolgsquote bei schwächeren Pokémon sehr hoch ist. Was heißt bei schwächeren? Ist das jetzt schwächer, weil das geschwächt ist oder weil es einfach oder muss man danach leveln gehen? Ich krieg echt das Kotzen, ey. Der macht alle meine Pokémon fertig, dieses verkackte Ding. Komm, Tauboss. Ich zeig's ihnen jetzt, was eine Hake ist. Komm. Umso höher das Pokémon ist, was man selber einsetzt, desto besser ist die Chance. Jetzt setze ich mal einen kleinen Knopf. Boah, Leute! Komm! Das darf nicht wahr sein. Wie viele Bälle haben wir noch? Nur noch ganz wenige, ne? Bitte. Das... Jetzt funktioniert doch mal. Was muss man denn bei diesem Scheißvieh alles machen? Ey, das ist unser letzter Superball. Komm, Windstoß. Nein. 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 Leute, ich werde jetzt das Spiel nochmal neu laden. Ich habe ja nicht gespeichert. Und dann werde ich das offscreen versuchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, Leute. Ne, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe es jetzt einmal ein bisschen geschwächt mit Tauboss. Dann habe ich den Nestball geworfen. Und siehe da, es hat sofort geklappt. Boah, diese Aufregung war vorhin sowas von umsonst. Ey, krass. Es kann so einfach gehen. Aber man braucht dafür auch ein bisschen Glück.
Boah, ey, meine Fresse, war das kacke. Jetzt können wir ja mal versuchen, hier dieses Dings, das Item zu bekommen. Das haben wir ja damals nicht bekommen, weil wir nicht genügend Pokémon gefangen hatten. Jetzt sei leise, du scheiß iPhone. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis Assistent. 30 verschiedene Pokémon. Ja, könnte sein, dass ich 30 habe. Mal sehen. Oh, ich habe jetzt 27. Ja, super schön. Kannst dein scheiß Geschenk auch behalten. Komme ich halt später wieder. Mir auch egal. Ah, ich bin so aggressiv jetzt gerade. Mann, ist das krass. Ja, in manchen Phasen kann Pokémon wirklich aufregen. Wie ihr seht. Ah. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ja, klar möchte ich auch angeln. Klasse, du bist ja sympathisch. Nun, geh angeln. Hier, die super Angel. Bitteschön. Ja, danke. Angeln ist nicht nur ein Sport, sondern es hat mit Liebe zu tun. Ja, jetzt also... Stand wirklich Liebe, ne? Naja. Sollen wir gegen den kämpfen? Der sieht so arm aus. Komm. Hallo. Elektrizität? Mhm. Und weiter geht es jetzt mit... Oh, Xaver! Yay! Gegen ihn kämpfe ich doch gerne. Psycho-Chinese. Na los! Und nachdem wir hier unten in der Stadt waren, würde ich mal behaupten, gehen wir oben lang, dann sind wir wieder in der Stadt mit dem großen Einkaufszentrum und dann gehen wir in die Stadt mit dem... mit der Kampfarena und mit dem Riesenhaus, wo dann wieder unser... Fives auf uns wartet. Böse Pläne habe ich, ich weiß. Level 36. Ja, war ja kein Ding, ne? Deren Steckdosenkabel aus dem Arsch hinaus bekommen oder was, ey? Du Führer! Aber eben Katze. Und dein nächster Kampf. Oh yeah. Ach ja. La 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 la. Komm, Hypno. Nidorino machst du auch kaputt. Ach ja, ist das schön. Das ist so wunderschön, dieses Pokémon-Spiel. Du. Eisen gefunden. Wer von euch findet eigentlich, dass YouTube auch Arbeit ist und wer nicht? Das würde mich mal interessieren an dieser Stelle. Also ich muss ganz klar unterstreichen, YouTube ist auch Arbeit. Man wird zwar immer belächelt, du machst da eh nur solche Videos, nimmst da ein bisschen was auf und lädst das einfach hoch. Die Leute, die sowas sagen, die sind meiner Meinung nach ein bisschen voreilig mit ihrer Aussage. Sie sollten erstmal nachdenken, was da überhaupt alles für nötig ist. Man muss erstens überhaupt die Zeit dafür haben, die Ideen aufbringen, was man überhaupt macht an Videos. Dann muss man das Ganze im Nachhinein noch bearbeiten. Man muss dabei kreativ sein, das ist ganz klar. Man muss sich Dialoge ausdenken oder halt Themen, die man besprechen möchte. Das ist alles gar nicht so einfach. Die Videobearbeitung, die dahinter steckt und dann das Hochladen, was auch noch lange dauern kann. Selbst das Bearbeiten auf YouTube, wenn es schon hochgeladen ist, ist auch schon wieder eine Menge Arbeit. Denn wenn man das Video hochgeladen hat, ist es nicht damit getan. Also ich lade das hoch, schreibe eine Videobeschreibung, schreibe einen Titel, schreibe da einen Haufen Tags rein, verlinke die Videos alle, schreibe Anmerkungen rein in die Videos selber. Dann hat man natürlich noch nebenbei was zu tun auf sozialen Netzwerken. Und ja, das muss alles gemacht werden. Da hat man keine Leute für, ich mache das alles selber und das ist auf jeden Fall Arbeit. Das ist auch gar nicht so einfach, das alles unter der Reihe zu bekommen. Wenn man dann noch nebenbei Abiturient ist oder so. Also, liebe Leute, unterschätzt das mal nicht, ne? Das ist meine Meinung. Also, meiner Meinung nach, es ist auf jeden Fall auch Arbeit. Auch wenn viele darüber nur lachen können.
Auch viele lachen ja darüber, dass Programmieren und so ein Zeugs gar keine richtige Arbeit ist, weil es ja gar nicht mit körperlicher Arbeit zu tun hat. Körperliche Arbeit, ja, ist halt Arbeit, die wirklich den Körper beansprucht, aber Programmieren und so, das beansprucht halt den Geist. Büroarbeiten und sowas. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn man da 8 Stunden am Tag oder länger im Büro sitzt und programmiert oder sonst was, und sich da die Schleifen ausdenken muss und so weiter und so fort, das ist alles